Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es mal um ein RC-Auto, nicht um ein Flugzeug. Dieses wunderbare Prachtstück habe ich bei eBay Kleinanzeigen erstanden und zwar für 80 Euro inklusive Funke. Das ist eine 2,7 GHz Funke, also schon das bessere ohne diese lange Antenne. Ein Brotos V1 wurde von Robitronics gebaut damals, ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich würde mal sagen, so um die 10, 15 Jahre ist der bestimmt schon, wenn nicht gar sogar noch älter. Aber wie ich fand, für 80 Euro ist das wirklich in Ordnung. Hat einen Verbrennungsmotor und ja, macht wirklich Spaß. Ich habe den auch schon ausprobiert. Videos dazu werden nochmal folgen. Hat sehr gute Kompression, mehr stand nicht in der Anzeige drin. Ich habe gedacht, okay, probiere ich mal aus, für 80 Euro kannst du nicht allzu viel falsch machen. War auch so, hat richtig Spaß gemacht, die Reifen sind schon etwas mitgenommen, aber durchaus ausreichend für ein bisschen Spaß haben. Die Stoßdämpfer habe ich auch nochmal so ein bisschen ausgetauscht und gewechselt, aber das ist alles in allem, war das für den Preis wirklich, wirklich super. Was ich jetzt in dem Video einfach nochmal zeigen möchte, ist, ich habe mir eine Backplate gekauft, damit ich den nicht mit Seilzug, wie das normalerweise üblich ist, bei dem starten muss, sondern dass ich den ganz normal mit einem Elektro-Starter starten kann. Und das will ich euch jetzt ganz gerne mal zeigen. Dass ich das, wie ich das quasi einbaue, wie ich den Motor zerlege und gleich noch den Motor ein bisschen sauber mache dabei. Wie denn der Motor vor allem von einem Auto, was so alt ist und vielleicht schon die ein oder andere ramponierte Spur, wie man hier vorne sehen kann, hat, wie denn der Motor aussieht. Und ja, schaut es euch einfach an, schaut euch das Video an und dann kann man einfach mal so ein bisschen abschätzen, was kriegt man bei eBay für dieses kleine Geld, kann man damit noch Spaß haben, lohnt sich das? Ich sage dadurch, dass ich ja schon viel Spaß damit hatte, auf jeden Fall, das lohnt sich, das macht richtig Spaß und für kleines Geld kann man hier wirklich Schnäppchen machen. Man darf nämlich nicht vergessen, es gibt viele, viele Leute, die kaufen sich sowas, probieren das einfach mal das Hobby aus, haben dann keine Zeit durch Kinder, durch egal was und legen das ganz gerne dann einfach in den Schrank. Irgendwann wird es dann wieder rausgeholt und dann kommt jemand wie ich und kann das für kleines Geld erstehen, weil die vielleicht gar nicht mehr wissen, okay, läuft der überhaupt noch? Die haben dann vielleicht auch gar nicht mehr die ganzen Einzelteile da dafür. Und selbst wenn der für 80 Euro nicht mehr laufen sollte, sind die Teile, die hier drin sind, das sage ich immer wieder, viel, viel mehr wert als 80 Euro, wenn ich die im Einzelnen verkaufen würde. Natürlich macht sich jetzt nicht jeder die Mühe, das auszuprobieren, aber egal. Also, wie gesagt, mein Fazit dazu, da ich ihn ja schon gefahren habe, Videos, wie gesagt, folgen dazu noch, ist, dass der sehr, sehr gut ist. Ich bin super zufrieden, macht riesig Spaß, ist übrigens ein Heckantrieb und kein Allrad. Gerade das finde ich eigentlich ganz toll, weil da kann man im Gelände richtig Gas geben und kann das so ein bisschen driften lassen. Ja, also von daher, mein Fazit sehr, sehr gut. Ansonsten wünsche ich jetzt sehr, sehr viel Spaß mit dem Video dazu, wie ich denn den Motor dazu auseinanderlege, wie der aussieht, ob die Backplate reinpasst oder nicht. Kleiner Spoiler. Ja, ansonsten schaut es euch an, viel Spaß und bis bald. Tschüss.
Hier sieht man, der Motor läuft wunderbar. So, was immer sehr schnell kaputt geht, sind hier hinten diese Dichtungen, die hier hinten an dem Endschalldämpfer, an dem Krümmer dran sind quasi. Da sollte man ab und zu mal gucken, dass die richtig sitzen, weil durch die Hitze dann verbrennt das relativ schnell und geht kaputt. Und die kann man für kleines Geld einfach mal austauschen. Das hat dann wieder mit der Kompression zu tun. Das sollte man unbedingt tun. So, dann schauen wir mal. Dann schrauben wir mal den Motor ab. Leicht anlösen reicht da aus. Ganz wichtig, tue ich die Schrauben immer schön auf Seite. So, zack, da haben wir schon mal zwei Lose. So, hier komme ich ganz, ganz schlecht rein. Muss mal schauen, ob ich das mit einer kleinen Verlängerung mache. Verlängerung Schraubendreher hat funktioniert. Dasselbe versuchen wir jetzt auf der Seite. Also entweder hat es da mal jemand gut gemeint, hat die ein bisschen zu fest angeknallt. Die ging jetzt ein bisschen schöner raus. Deswegen immer ganz wichtig, nach fest kommt ab. Nie zu sehr dran drehen. Gerade in dem Bereich, wir haben hier ganz viel mit Alu zu tun. Das ist nicht. Und wir sehen hier schon, hier oben ist eigentlich schon so eine Dichtung. Ganz vorsichtig mit diesen Dichtungen. Ich lege die jetzt mal besonders, weil die sollte nicht verbiegen. Auch das hat wieder mit Kompression zu tun. Legen wir uns jetzt mal gesondert. Meistens sind das zwei. Wir sehen, ob hier noch eine ist. Nein, ist keine mehr. Da waren die zwei schon übereinander, weil die backen dann so ein bisschen aneinander fest. So, Schraube Nummer 3 und Schraube Nummer 4 kriegen wir auch noch hin. Da ist es schon und schon haben wir den ganzen Motor draußen. Da ist er. So sieht er aus. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur das hintere Teil quasi mit der Backplate zu wechseln. Das machen wir gleich. Also die zwei Teile werden quasi gewechselt. So, das machen wir gleich. Vorher mache ich den Motor nochmal sauber und melde mich gleich nochmal wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe den Motor jetzt sauber gemacht. Und zwar, wenn man das sehen kann, also der hat jetzt hier... den scharf kriege. Ja, also ich habe den jetzt hier im hinteren Bereich, da war natürlich der ganze Dreck, der da so ein bisschen hochfliegt vom Fahren und vor allem die Rillen sauber gemacht. Ich mache das immer mit so einer elektrischen Zahnbürste, das funktioniert wirklich super und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Am besten, ja,
so eine Zahnbürste, weil die oszillierend ist und natürlich super in die Rillen reinkommt. Dazu noch ein bisschen Bremsenreiniger und dann kann da gar nichts schief gehen. Das funktioniert wunderbar. Und bei dem großen Kühlkörper habe ich auch noch einen Trick, den zeige ich nochmal später, wie ich den sauber kriege. Genau, so, dann haben wir das jetzt erstmal sauber gemacht. Im Autobereich habe ich das jetzt auch getan. Und jetzt schrauben wir einfach mal das Stück ab, um das es geht. Das wäre jetzt hier hinten diese Backplate. Mal schauen, denn der ist es nicht. Wahrscheinlich der. Ganz wichtig, nehmt immer das richtige Werkzeug dazu. Die Schraube ist jetzt schon etwas locker. Die kann man schon relativ leicht rausdrehen. Ich muss dazu sagen, ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. So, Schraube Nummer 1. Schraube Nummer 2. Die legen wir uns gleich hier so ein bisschen auf Seite. Und dann schauen wir auch gleich mal, was da im Motor los ist, weil da müssten wir eigentlich so ein bisschen reingucken können. Drückt das immer so ein bisschen Öl mit raus, gerade wenn man den ein bisschen fetter fährt. Das ist nichts Schlimmes. Dadurch kann zumindest nichts rosten. So, Schraube Nummer 2. Dann ziehen wir das mal ab. Gucken mal, wie das aussieht da unten drunter. Das haben wir jetzt einmal so. Dann gucken wir mal, ob diese Platte überhaupt da drauf passen würde. So. Wir machen nochmal eine kleine Pause. Ich muss nochmal schnell was checken. So, ich habe das jetzt quasi einfach mit so Kabelbindern, die macht man hier durch, dreht dann, dass der Kolben nach oben geht. Mit den Kabelbindern kann man nicht viel kaputt machen und schwupps kommt die Laufbuchse von ganz alleine raus. Also man sieht schon, die ist schon raus. Dann dreht man den Kolben ein klein wenig zurück und holt die Kabelbinder raus. Also man drückt die auch nicht komplett damit raus. So, und dann ist die Laufbuchse eigentlich so gut wie frei. Nachdrücken und ich würde jetzt mal ganz sanft noch so ein bisschen anhebeln. Zack. Zack. Ganz sanft anhebeln, dass die rauskommt. Wir sehen hier auf der Laufbuchse haben wir hier einmal einen Stift, der ist, da ist die in der Führung, dass wir die auch wieder richtig rum einbauen. So, die ist jetzt ein bisschen fester, da der Motor auch schon ein bisschen älter ist. Zack. So. Jetzt nicht. So, dann versuche ich das nochmal mit der Zange. Ein wenig. Von außen kann man da nicht viel kaputt machen. Also immer noch nicht ganz raus. Versuchen das nochmal ganz sanft, dass die ein bisschen höher kommt. Zack. Und da kommt sie schon. Je weiter sie rauskommt, einfacher soll das natürlich gehen. So, ist aber immer noch nicht ganz frei. Die ist ganz schön hartnäckig. Das gute Stück. Zack. Na komm. So, der Kolben sollte schon frei sein. Aber die Laufbuchse immer
Boxer einmal draußen. Die gucken wir uns gleich mal an, wie die aussieht. Ja, ist in Ordnung für das Alter von dem Auto. Ist das durchaus okay. Wir können nochmal schauen, also wir haben hier keine Rillen oder irgendwas. Und das ist schon echt in Ordnung. So, die machen wir nochmal ein bisschen sauber. Stellen die auf Seite. Und dann würde ich einmal den Kolben langsam rausholen. So, ich mache aber nochmal ein bisschen besseres Licht. Schon. Ich muss ihn nur noch hier rauskriegen. Ja, können natürlich auch einfach nach oben gehen. So, ganz wichtig, jetzt müssen wir uns natürlich merken, wie der drinne war. Manchmal gibt es hier einen kleinen Pfeil da drauf. In dem Fall allerdings nicht. Schon mit dem Überstromkanal nach vorne. Das sollte man sich merken, in welche Richtung der nach vorne da liegt. So, dann machen wir den auch mal sauber. So, da kann man sich das auch mal anschauen. Da jetzt irgendwas an dem Kolben ist, ob der klappert oder irgendwas. Reinigung dran ist, aber hier kann ich nichts erkennen, also das ist wirklich super. Auch die Pleuelstange sieht sehr gut aus. Dann schauen wir uns das Ganze mal am Motor an. Das ist auch wirklich sehr in Ordnung. Dem Alter entsprechend in super Zustand. Ich mache hier einfach mal so ein bisschen das Ganze sauber. Ganz wichtig, hier oben ist so diese Nase drauf, die man hier sieht. Ja, stell das scharf, ja. Also hier habe ich so eine Nase, hier zeige ich gerade drauf. Und die ist letztendlich für die Führung der Laufbuchse, damit ich die wieder richtig aufbaue. Und da muss ich immer drauf aufpassen, wenn ich den reinige. Dass dann das am Ende auch wieder alles schön zusammenpasst. Dass da nichts abgebrochen wird. So. Da immer ganz viel Mühe beim sauber machen, denn wenn man das einmal auseinander hat, so schnell kriegt man das nicht wieder auseinander. Das ist immer eine super Gelegenheit. So. Ja, der hat auch keine Erscheinung von Überhitzung oder irgendwas, sondern das sieht sehr gut aus. Der Motor sieht aus, als wenn er gerade eingelaufen wäre. Und von daher für ein Auto, was ungefähr
ja, 15 Jahre alt ist und bei eBay 80 Euro kostet, kann man da wirklich nichts sagen. Das ist wirklich top in Ordnung. So. Wie gesagt, ich nehme mir da sehr viel Zeit zum Saubermachen. Kann auch sein, ich schneide das nachher weg. Muss ich das keiner stundenlang angucken. So, auch hier bei der Laufbuchse mache ich immer diesen oberen Bereich ganz gerne sauber, weil da setzt sich viel rein. Und letztendlich sorgt das dann dafür, dass die beim Einbau wieder schräg aufsitzt. Und das wollen wir ja gar nicht. Schön sauber. Schade ist jetzt nur, dass ich die Backplate wirklich nicht verbauen kann. Das ärgert mich jetzt sehr, aber das kann man nicht ändern. Das ist leider manchmal so. So, dann mache ich das alles mal schön trocken. Aber das nächste Auto, bei dem ich eine verbauen kann und quasi diese, kommt bestimmt. Von daher alles gut. Ich würde mir dann nur noch mal den Durchmesser vielleicht aufschreiben. Vielleicht kommt man ja doch noch mal an eine ran, dass ich das dann doch noch mal nachholen kann und kann das dann aufbauen. So, okay. Dann haben wir hier so eine kleine Dichtung wieder. Bei den Dichtungen immer aufpassen. Die würde ich wirklich nur ganz sanft einfach mal abziehen. Bevor ich das einbaue, so, ich habe hier das After-Run-Öl, also das nehme ich in dem Fall ganz gerne. Da hat man schon mal die Möglichkeit, komplett da ranzukommen an alles. Und mache hier einfach mal so ein bisschen was rein, auch in den Motor rein, einfach mal so ein paar Tröpfchen, weil da komme ich mal komplett rein. Braucht man nicht geizig sein, das Fläschchen kostet bei, egal wo, eBay oder sonst wo, 5-6 Euro. Das ist wirklich in Ordnung. Die Laufbuchse würde ich da so ein bisschen mit einschmieren. Von innen, von außen. Immer dran denken, mit dem Öl nicht sparsam sein. So, dann haben wir jetzt hier wieder unseren Kolben, den baue ich jetzt ein. Vorher würde ich den auch noch ein bisschen mit After-Run, das reicht vielleicht sogar noch, was ich auf den Fingern habe, einschmieren und vor allem auch hier im unteren Bereich. Dann machen wir einfach mal ein paar Tröpfchen hin. Letztendlich sammelt sich das ja sowieso dort, aber kann ja nie genug sein. Einfach mal ein bisschen mehr. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er beim ersten Mal ein bisschen schwieriger anspringt. So, auch hier müssen wir jetzt wieder darauf achten, wenn wir den jetzt wieder einbauen. Das ist das erste, wir bauen den Kolben ein, dass der genau hier, kann man innen drin sehen, ist ein Kanal und dafür ist diese Aussparung am Kolben. Und dann lege ich den quasi so rein, gibt den nur zwei Möglichkeiten, nach hinten und nach vorne. Baue das wieder auf diese Welle drauf. Zack, dann ist der Kolben schon mal fertig. Jetzt kommt die Laufbuchse. Die ist auch hier ein bisschen nach unten verjüngt. Da kann ich die wunderbar drauflegen. So, wir haben jetzt nur ein bisschen ein Problem. Und zwar, die wollte vorhin schlecht raus. Jetzt geht es auch ein bisschen schlecht rein. Jetzt könnte man eins machen, man könnte mit einem Föhn den äußeren Bereich ein bisschen anwärmen. Ich versuche aber mal, ob ich das so hinkriege. Sieht ganz gut aus. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Kolben auch hier reinbringe. Dass ich jetzt nichts kaputt drücke.
Ah, das geht super. Deswegen auch das Afterrun ein bisschen an die Seite. Ja, in dem Bereich, dann flutscht das einfach besser, als wenn man da jetzt gar nichts dran gemacht hätte. Und darauf achten, dass diese Nut, dass diese kleine Nut, diese Führungsnut genau hier reingeht und mit ganz viel Gefühl einfach drücken. So, und schon habe ich es unten. Das war's schon. Jetzt sitzt der Kolben auch wieder fest da drin und kann sich wieder wunderbar bewegen. Also das funktioniert schon mal super. So, als nächstes haben wir dann diesen Mitnehmer, diesen Schwungmitnehmer. Das ist zum Beispiel was es bei Flugzeugmotoren nicht gibt. Die haben das nicht, weil die Flugzeugmotoren von vorne angemacht werden und nicht von hinten. Und das ist jetzt höchstwahrscheinlich einfach nur dafür da, dass der Motor quasi einen Seilzugstarter oder jetzt leider nicht den hier bekommen kann, also den Seilzugstarter. Und dafür ist das da. So. Das passt hier wunderbar in die Führung rein und dafür haben wir jetzt wieder diese Dichtung. Was ich jetzt nur noch nicht gemacht habe, ist einfach hier auch ein bisschen Afterrun drauf. Hätte ich zwar wahrscheinlich nicht gemusst, aber ich mache es jetzt einfach mal. Oh, ein bisschen rein in die Welle, kann nichts schaden. Immer dran denken, mit dem Öl nicht sparsam sein. Anhand der Riefen weiß man sogar, wie die gelegen hat genau. Dann setze ich die wieder ein. Noch ein Tröpfchen noch. Ein bisschen mehr. Zack. Das tut gut. So, und dann setzen wir das wieder hier so ein, genau wie wir es rausgenommen haben. Dann kommt diese Platte oben drauf. Auch hier machen wir wieder ein Tröpfchen rein. Ich mache das auch immer ohne Handschuhe, weil ich finde eigentlich, das ist relativ angenehm, sogar auf den Händen. Also das finde ich jetzt nicht schlimm. So, dann schauen wir mal. Was? Weil das ist nach oben. Genau. Was ist das? Ah ja. Hier haben wir übrigens nochmal so eine Auskerbung drin. Die Auskerbung ist dafür da, dass der Kolben nach unten geht. Und wenn der nach unten geht, geht er in diese Auskerbung rein. Das ist echt interessant. Da wurde wirklich an alles gedacht. So, aber ich muss jetzt nochmal schauen, dass das wirklich... Hier muss man in dem Fall wirklich austarieren. Dass das genau passt. Ein bisschen mit dem Kolben spielen. Damit ich hier genau in die Führung reinkomme. Auch das, was ich meine. Also man muss wirklich immer ganz, ganz sanft damit umgehen, eher noch ein bisschen mit dem Motor vielleicht ein bisschen spielen. Also hier geht nichts mit Gewalt, ganz, ganz wichtig. So, jetzt drehen wir hier die Schrauben wieder rein, die wir vorher auch nochmal sauber machen, ganz wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wenn wir einmal alles offen haben, dann machen wir das auch sauber. Wie gesagt, das schneide ich vielleicht dann raus. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen uninteressant ist. Ja,
Aber wenn wir es jetzt einmal haben, dann machen wir das auch. So. Schrauben Nummer 1 und Nummer 2. Und auch hier ist immer ganz wichtig, dass wir die über Kreuz anziehen. Man kennt das vom Räderwechseln vom normalen Auto. Alles, was man anzieht, immer über Kreuz, damit sich das nicht verkantet. So leicht anziehen. Auch hier leicht anziehen. Zack. Zack, nochmal leicht nachziehen. Ziehe ich das mal ganz leicht nach, nur so ein bisschen, dass es so halbwegs fest ist. Wie gesagt, das ist Aluminium. Wer sich ein bisschen mit Metallen auskennt, wobei Aluminium müsste bekannt sein, das ist wirklich nichts, was wirklich viel Kraft aushält. Muss es auch nicht, es muss ja nur dicht sein. So, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Break. So, da sind wir wieder zurück. Also ich habe jetzt diese Teile nochmal so richtig schön sauber gemacht hier an der Seite. Hab das alles nochmal gereinigt. Jetzt kommt der Bolzen wieder rein. Den haben wir auch nochmal sauber gemacht. Stecken den wieder rein. Probieren einfach mal. Wunderbar. Kolben dreht. Da kann ich den jetzt auf diesen Seilzugstarter wieder drauf montieren. Leider kriege ich ihn ja nicht auf meine extra gekaufte Backplate, weil die zu groß ist, aber das wusste ich nicht. Wie gesagt, aber auch da wird ein Auto kommen, wo ich die drauf bauen kann. Wird ja nicht mein letztes Auto sein. So, hier funktioniert alles. Das läuft wunderbar. Seil ist auch wunderbar. Ich habe das Seil auch nochmal gereinigt. Und dann stecken wir das einfach mal drauf. Dann haben wir hier auch, kann man sehen, ist einer, na, kriegt das scharf. Dann haben wir hier auch eine. An der Seite hier sehen wir genau, so kann es passen, muss es passen. Da kann man auch nichts falsch machen. Dann stecken wir das einmal drauf, so wie es passt. Zack, das war's schon. Dann kommt die Schrauben drauf, auch hier wieder alles bitte über Kreuz. Alles was ist, immer über Kreuz, damit hier nichts verkantet. Bei der Sache wäre es zwar jetzt nicht ganz so schlimm wie bei irgendwas mit Dichtung, aber wenn wir es machen können, tut es uns ja nicht weh. So, dann ziehen wir das Ganze fest. Eins, ganz mit Gefühl. Na komm. Nicht zu viel, das reicht. Merkt man dann schon, also einfach so ein bisschen mit Gefühl, nicht zu viel. Wenn sich das lösen würde, wäre das auch nicht so schlimm. Könnte nur sein, man kann da nicht mehr anmachen, dann müsste man nochmal den Motor rausbauen. Also von daher bitte nicht zu fest drehen. Immer schön mit Gefühl, das reicht aus. Fest. So, und dann gucken wir mal. Super, läuft wunderbar. Dann können wir den jetzt schon einbauen. Wie gesagt, leider. Ohne meine Backplate. Aber okay. Damit muss ich jetzt leben.
diesen Platz schaffen. Und hole mir mein Auto nach oben. Habe ich so ein bisschen in dem Teil, das war voller Dreck vorhin, das habe ich einfach ein bisschen rausgemacht und ich nehme da wie gesagt immer ganz gerne einfach so eine alte elektrische Zahnbürste, die geht da wunderbar dafür. So, dann hängen wir den Motor mal ein. Der hat hier das Zahnrad, auch das ist immer so ein bisschen Indikator dafür, wie wurde das Auto benutzt, ist es total kaputt oder je nachdem. Bei dem hier können wir sehen, es ist zwar ein bisschen verschlissen, aber das ist wirklich sehr im Rahmen, das hat noch richtig gut Futter, also von daher alles gut. Dann stecke ich das mal zurück, gucken, dass es auf die Führung passt. Dass das drauf geht. Das dreht sich, das ist alles richtig. So, dann Schraube Nummer 1, die schraube ich auch noch wieder ein bisschen an und auch hier wieder, ihr ahnt es bestimmt, alles schön über Kreuz. Schraube Nummer 1, Schraube Nummer 2, einfach so ein bisschen reinstecken schon mal, mit dem Finger leicht führen, dann passt die da wunderbar rein. Ganz wichtig auch hier, bloß nichts mit irgendeiner Maschine drehen, mit irgendeinem Akkuschrauber oder irgendwas, niemals. Dafür ist das einfach viel zu sensibel. So, jetzt glänzt der Motor auch wieder richtig schön. Und die letzte 3, 4, zack. Also das ist alles kein Hexenwerk. Gar nicht so sehr anknallen, sondern einfach nur schön über Kreuz in dieser Position. Zack. Dann kriegen wir genug Druck drauf, dass der Motor schön in Führung ist. Und sitzt wie eine 1. Da würde ich lieber nach der einen oder anderen Fahrt das Ganze noch mal nachziehen, aber bloß nicht zu sehr ziehen. So, Motor sitzt. Dann würde ich sagen, schrauben wir als allernächstes den Hauptkühlkörper drauf.
So, hier gibt es jetzt keine Position, wie der richtig festsitzen würde. Den letzten. Ich habe jetzt einmal schon den Kühlkörper angeschraubt, auch hier wieder ganz wichtig über Kreuz und ganz sanft. Jetzt bringen wir noch den Krümmer an. Der Krümmer kommt jetzt über die Dichtung. Zack, der ist schon einmal drüber. Dann haken wir den mit dieser Klammer, haken wir den ein. Der kommt hier einmal drumherum. Und dazu nehme ich wieder meine Zange. Da kann ich das nämlich wunderbar machen. Dann kann ich mir den greifen. Und zack, einhaken. Schon ist er eingehakt. Das war's schon. Das heißt, Krümmer fest. Sitzt auch gut. Nehmen wir mal, dass die Feder gut sitzt. Wunderbar. Und dann haben wir nur noch diese eine Schraube, die wir jetzt hier gelöst haben, damit wir den Seilzug quasi weg haben. Die hänge ich jetzt noch ein. So. Die schraube ich jetzt noch in den Servo rein. Ach, das ist gar kein. Das ist auch eine Imbusschraube. Jetzt passt sie nicht ganz. Ich glaube, die war hier vorne. Genau. So. Das hat hier vorne gesessen. Auch hier wieder ein bisschen mit Gefühl. Nach fest kommt ab. Zack, die ist fest. Können wir mal schauen. Das passt. Dann kommt der Luftfilter drauf. So, Luftfilter ist drauf. Der Benzinschlauch noch dazu. Zack, auch dran. Ja, und dann sind wir fertig. Dann haben wir jetzt leider nicht die Backplate geändert. Aber dafür haben wir den Motor mal sauber gemacht und das ist ja auch schon viel wert und haben auch gleich mal in den Motorinnenraum geschaut, wie der aussieht. Und das ist alles in Ordnung. Also von daher, Daumen hoch würde ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber schrauben, selber ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis später und bis zum nächsten Video. Tschüss!